So, nach dieser kleinen Unterbrechung geht's gleich sofort weiter. Und da die Unterbrechung 2 Monate gedauert hat, habe ich keine Ahnung, wo wir jetzt sind, was wir hier machen müssen und haha. Die Leute. Achso, das kennen wir schon. Schön, wie das Bild immer wechselt. Oh, Moment, da muss ich hin. Aha! Wandteile sind nummeriert! Sehr ordentlich hier! Aber nein, mein Lieber, ein Schein ist eine Art Eingabevorrichtung für Ziffern. Was wir da wohl eingeben müssen. Oh, schön. Wie mein Fraps-Counter die erste Zahl verdeckt. Ich rätsel einfach mal, dass das eine 7 ist. Haha, da wurde etwas entriebt. Ich werde das auch mitnehmen. Ach nein, die war ja leer, richtig. Kann ich die leere Kiste nicht mitnehmen? Ich meine, so eine leere Kiste, man weiß nie was. Oh. Tun Sie da, guter Leutnant. Werde mal nach brauchbarer Ausrüstung sehen! Ich töricht das Unterfangen, Herr Simple. Unsere Entdeckung wäre gewiss. Hä? Erklär sich! Sie sind recht, Schatz. Wenn ihr die Kiste aufreißt, taugt es dort kaum was zu stecken. So ist es, liebe Freunde. Das wird unsere schwerste Prüfung. Wir müssen unsere Neugier zügeln. Was? Nein! Ich will die Kiste mitnehmen, verdammt! Das mächtige Stahlklammern verhindern auch das Rutschen und Schlingern selbst größter Frachtbehälter. Ha! Die haben noch nie einen großen Behälter gesehen. Herrschaftszeichen und Tagler. Das scheint mir ein guter Platz zu sein, um unentdeckt zu bleiben. Gebt Übersicht! Wir legen Verteidigungsposition! Wieder gute Deckungsmöglichkeit! Akzeptabel! Fein, fein. Dann machen wir uns hier gemütlich. Einfach so. Großer Würde. Sagen Sie, Leutnant, haben Sie auch dieses blaue Wesen bemerkt? Wo kommen Sie gerade hin? Und haben wir hier Bursche? Das meine ich auch. Mir ist nicht ganz wohl, bei den Gedanken auf seinem Schiff zu reisen. Wir müssen Acht geben, falls er das der ist, für den ich halte. Nun, wir müssen Acht geben. Ich habe auch eine 9 einstecken. Ich hoffe, die Reise dauert nicht allzu lang. Ich sehe mich so nach der Erde oder ihren Rest. Ich kann aber das Bild aus dem Holographen nicht vergessen. Immer wieder und wieder sehe ich diese entsetzliche Kriegsmaschine durch unser Zuhause stampfen. Naja, das sind die Grundstückspreise. Kann man günstig einkaufen. Was das Wirklichkeit war und kein Druckgebilde. Pah! Alles Lüge! Nichts kommt an unserer tapferen Armee vorbei! Glaub mir, Töpfchen! Das ist nichts, das ich sorgen müsste! Hier, vor den anderen. Außer es wird jetzt wirklich nicht nach. Das ist eigentlich an gepflegte Unterhaltung! Oh, ich ebenfalls. Ja. Genau. Kiss, lass sie lieber in Ruhe mich oder Deckung provozieren. Ach, welch außergewöhnliche Reise wir doch teilhaftig sind. Ich mache Entdeckungen über Entdeckungen. Ja, ja, gegenwärtig reizvoll. Aber kein Vergleich zu heimatlicher Scholle. Sie sind zu sehr den Äußerlichkeiten verhaftet. Ich meine das Neuland innerer Regungen. Denken Sie nur, als was ich die Reise antrat. Wie weit hatte ich es mich schon getragen? Er macht mir ganz weh mit seinen geläden Eseleien. Nur ist aber genug. Feierabend, genau. Scheint etwas in Gang zu setzen. Es täuscht. Ach, schön. Woher wohl diese Musik stammt? Ich hab keine Ahnung. Natürlich, mit Propelloren wird die angetrieben. Propelloren. Tja, sieht fast aus wie mein Auto. Nur dass mein Auto einen Auspuff hat. Wir starten. Was für eine Technologie. Die Herren des Mars sind uns wirklich weit voraus. Aber wir, liebe Freunde, sind das Mittel, dieses Verhältnis zu wenden. Hä? Wie mein? Ich meine doch. Wir sind mit offenen Augen durch zurückliegende Abenteuer gegangen. Richtig, wir haben viel gelernt. Die Erde kann sich beteiligen, mit unserem Wissen. Exakt, Teuerste. Unsere Köpfe sind nun wertvolle Behältnisse, die unbedingt unversehrt in die Hände unserer Freunde gelangen müssen. Nur die Köpfe? Meine halben auch mitsamt allem Anhängsel, an die wir uns schon so gewöhnt haben. Also kein Kampf, hier an Bord! Keinesfalls, wir dürfen nicht entdeckt werden.
Bringen Sie für den Moment nicht weiter in mich, lieber Freund. Ich muss meine Gedanken ordnen. Ja, das kenne ich schon. Die Reise dauert nicht mal so lange. Sie sind bis nach der Erde. Also, ja, kennen wir auch schon. Da will jemand zur Tür rein. Deckung, Leutnant. So 3 Sekunden. Finde einen freien Platz, in dem du dich verbergen kannst. Die Zeit läuft. Ja, ja. Es war nichts, was du wieder hörst. Du liebe Zeit, war das knapp. Hoffentlich passiert das nicht ständig. Gott sei Dank, Schatz. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Beende, zum Glück den Heldengalopp! Ach, herrlich. Das ist wohl das Sicherste, wenn jeder erst einmal hinter seiner Deckung verbleibt. Womöglich steht uns eine unangenehm langweilige Rückreise bevor. Langweilig? Mitnichten. Wir werden einfach in unserer Kreativität die nötige Unterhaltung finden. Oh je, mein Allerliebster, er sitzt zu Tode langweilen. Aber wie ihm, er quengelt mir die ganze Zeit die Ohren voll. Herrlich. Ach komm, jetzt die schöne Stelle. Ja, der Weltraum. Ich glaub schon. Unendliche Weiten. Sind wir schon da? Schatz, lass dich bitte zusammen. Ich spüre Langeweile! Aber ich bin doch noch nicht einmal 5 Minuten unterwegs, mein Lieber. Wir kennen doch die Strecke. Langweilig! Nein, Frau Elnor, tun Sie etwas. Beschäftigen Sie sich mit Ihrem Liebsten. Herr Professor. Und gütiger. Sie meint doch nicht. Also, nein, die kommt leider erst später, die lustige Stille. Was meinten Sie nicht? Lass uns einfach gemeinsam an die Decke starren. Hoffen die Erde bald nichts zu haben. Ah, ich gehe jetzt nach Hause. Und starre die Decke an. Meine Raufwassertapete an. Schnell hin! Kann ich! Ja, der Weltraum, also weit unendlich und so. Ich fahre bei dem noch etwas dauern. Ich muss die Reise in Echtzeit genießen oder soll schnell vorgespult werden? Doch, das kommt jetzt. In Ordnung, zurücklehnen und genießen. Ach ja, wir genießen die Reise. Genieß die Reise, verdammt! Na, das ist doch etwas, hm? Ja, das ist schön. Das Licht benötigt für die Strecke eher der Mars übrigens auch so seine Zeit. Und das Gefährt ist etwas langsamer. Tuh, die nennt sich hochentwickelt. Ist ja lächerlich. Also, was ihr so wollt. Hört doch schon. Ich bleib bei Echtzeit. Das ist spannend! Das wird mein längstes Let's Play. Mit über 5000 Folgen. Was heißt überhaupt etwas langsamer? Definier das mal in einer Geschwindigkeit. Basierend darauf, dass es im All überhaupt keine Luft gibt, mit dem die Propelloren irgendwie was arbeiten könnten, würde ich sagen, wir schweben einfach Richtung Erde. Stellt sich natürlich die Frage, also wie schnell wir da früher Dings wurden, ne? Abgestoßen. Ich glaube 5000 Folgen reichen nicht ganz dafür. Ich frage mich gerade, ob da noch irgendwas Neues kommt, wenn wir lang genug Dings drin. Ach komm, einmal geht's noch. Ich glaube, die Folge wird schön klein. Ja. Hat viel Schönes. Aber ich glaube, ich spule ihn doch mal vor. Ich muss erstmal nachschauen, ob bitte festhalten. Ganz fix was. Uiuiui. Jetzt müsste die Erde aber langsam kommen. Sind wir das Ziel hinausgeschossen? Ah, es passiert was. Ein bedrohliches Geräusch. Haben Sie das auch gehört? Da, schon wieder. Kommt dort aus. Von dort, doch. Verzeihen Sie, aber mein Magen macht sie allmählich bemerkbar. Schreibt mal allmählich wirklich mit H? Hm. Kein Wunder. Es ist höchste Zeit für eine weitere Mahlzeit. Wollen wir sind letztes erschöpft? Haben keinen Grund mehr übrig! Was sagen die da? Aber Vulcanus hat uns doch reichlich gedacht. Proviant hätte doch reichen müssen. Fahrt dauert länger als gedacht. Wir haben wohl falsch kalkuliert. Hm.
sind doch keine Kannibalen, Schatz. Also redest du einen Unsinn. Das ist so ein Gesetz am liebsten. Fein, fein. Und sehen Sie auch nach kleinen Leckereien. Nicht, dass Sie nur Zwieback beschaffen. Professor, hören Sie auf, mit dem Bauch zu denken. War das doch gleich mit der Vorsicht. Wir können doch nicht so einfach in die Schiffskomputer marschieren und uns bedienen. Ha! Bin eine Einmal-Erkundungstrupp! Einigkeit, Diskretion, sind meine zwei out! Reden wir von dir, Liebster? Die Lage ist ernst. Entweder gelingt es uns, der Verpflegungsproblematik hart zu werden, oder die Reise endet. Hier und jetzt. Herr von Mackwitz ist als einziger geeignet, als Kundschafter zu fungieren. Ja, ja, die Logik mag dir recht geben, wie ihr seht. Ich halte das für viel zu. Dann scheinen alle Fragen geklärt. Herr Leutnant, walten Sie Ihres Amtes. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen, ob es noch irgendwas gibt, wenn man lang genug nicht vorspulen will, hier technisch, ne? Ja, 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 ne? Also, ich konnte nichts entdecken. Draußen ist das Alpha bei trudelnde mit Materiehaufen, atomare Feuerbälle, gewaltige. Ausreichend! Also, ich konnte nichts entdecken, also vermutlich muss man irgendwann vorspulen. Leute! Rot! Drehend! Ah! Den Kurzpreis erhalten. Den Kurs. Eine leere Kiste. Welches Preis gestartet? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh. Aha! Ne, die Tür sind ganz durchstimmen. Ne? Sichtbereich. Oh, was? Wie? Moment. Ja, die Tür sind ganz durchstimmen im Bereich des Schiffstritts. Darauf nicht entdeckt zu werden. Achso, okay, okay, okay. Nimm dich vor allem von den Sichtbereichen des Tentaklers in Acht. Ja, es geht los. Welcher Sichtbereich? Ich sehe da nichts. Verschlossen. Oh. Ich laufe gleich in die Tentakler rein. Puh, Sichtbereiche. Greif sie einfach frontal an. Neben ein echter Leutnant. Ah, jetzt rate mal, was Aufgang ist. Das Fenster. Ich renne voll in den rein, aber das merkt man nicht. Oho, eine große Kanone, die nehme ich mit. Schade, das sagt mir nichts zu. Willkommen im Tode. Willkommen im Tod. Ach, leck mich. Die schießen mit merkwürdigen Pfeilen auf mich, das ist doch unfair. Ding! Das muss einfach sein. Kann ich da rumlaufen? Kann ich die nicht mitnehmen und als Waffe im Kampf benutzen? Ich meine, klar, es ist jetzt nicht Nonplusultra, aber. Man könnte fast meinen. Raum 3 von 3. So, hier noch ein Kachelofen und die Hände gewärmt. Und dann. Ah, lauf runter. Kennt ihr die Stimme? Milli! Steh nicht. Wer? Ja, Neffchen. Aber ja, sei denn du sehr schwer auseinanderzuhalten. Will ich etwa unbotmäßig werden? Karl! Eigentlich bist du noch ziemlich unverwechselbar, liebes Äffchen. So, wir haben hier. Seine Schande, zu Hause haben wir kaum genug Wasser für uns, geschweige denn für unsere Pflanzen. Aber hier rinnt es einfach in den Abfluss. Großer Metalltopf, ja, für die Mastabfertigung hungriger Mäuler oder schnell. Pah. Ich zeig dir gleich mal einen großen Topf. Sind wir schon wieder, diese intelligenten Spaghetti? Messe lieber alle Zutaten nach, um auf Nummer sicher zu gehen. Denn die Herren haben einen Wahlspruch. Wer das Essen nicht verleidet, wird der Koch zubereitet. Hat was. Ich suche da voll mal rum bei zart gesottener Kohle. Oh, kann ich da heilen? Ich meine, ich hab's zwar jetzt nicht nötig, aber. Pff, geht's mir so ums Prinzip. Hauptgang für den eiligen Schlinger. Anrichte Tipps für Gäste mit 8 Fangarmen. Wie portioniere ich passend für Saugnäpfe? Was sie keinem Kopffüßer servieren sollten. Ja, habe ich auch daheim stehen. So, die Murmel in der Pfanne! Ach, das ist für frische Käferaugen hingerollt. Das heißt das. Ach so. Da ist das frische Käferaugen hingerollt oder so.
Dann kann ich ja den Fleischspieß anrichten. Nicht. Bist du den Herrn direkt in die Arme laufen, Äffchen? Klar, die mache ich platt. Hallo, liebes Erdenäffchen. Na, hab ich doch gesagt, wie ich zu nennen habe. Entweder, hä? Na bitte, geh doch. Und zur Sache. Was macht ihr ja eigentlich? Ein Schmortopf für die Berliner Zutaten des Song. Aha, ja nun. Aber erfüllt. Fragebedingung. Frage ist dann erledigt. Erfüllt Fragebedingung. Achso, wie auch immer. Oh, willst du jetzt mal meine Küche plündern? Wird alles genau abgezählt. Wenn was fehlt, werden die Herren böse. Sehr böse. Lang genug bei der Truppe zu wissen, dass der Trost immer sein eigenes Helm hat. Willst du mir unterstellen? Ich unterschlage etwas für meine eigenen Zwecke? Jawohl! Oh je, Kitzwelle ist in der Armee, aber gut. Ich habe ein paar nahrhafte Rotbeeren, extra gelagert. Zieh einfach am Arm des Wandschmucks, um das Versteck zu öffnen. Viel bedankt! Geh nicht. Oh je. Jetzt kommt gleich jemand zur Tür rein. Schnell, muss ich verstecken, Effen. Hab ich schon mal gesagt, soll mich nicht! Schnell, hier hinein! In einen Abschluss! Nein, das ist die Gästekammer! Das ist was anderes! Na dann! Mach jetzt bitte keine Geschichte, lieber Fremdling, beeil dich! Das ist! Wir sind in der Lage! Ich. Autsch, ja. Puh! Was glotzt es so? Verzeiht, Herr, ich bin einfach nur ein Wunder oder stolz naht. Was in die Arbeit, auf meinen nächsten Rundgang, wie ich ein fertiges Menü sehen, Sklave. Uiuiuiui. Auffangen! War fast, das war ja die Gästekampf. Ah, schön. Hallo, wer das da? Ja. Das hatten wir schon, gut. Ui. Nimmst du die Verpflegung? Kann ich nicht wieder zumachen? Okay. Ob ich ordentlich sperren? Was denn, Herz? Frag ihn doch einfach. Fragen? Was er denn? Wem? Ist nicht von Belang? Was denn? Wirklich einfach, offen und ehrlich zu sein. Es gibt meine Familie. Meine Frau wurde genau wie ich auf dieses Schiff verfrachtet, um für die Herren zu schuften. Ich würde dir so gerne eine Nachricht schicken. Aha! Und er meint, Tumel fehlt durch die Gänge, seine Frau zu suchen, oder was? Ja. Kann ich gleich abschwingen. Aber du könntest auch das Rohrsystem nutzen, das unter unseren Füßen verläuft. Rohrsystem? Ja gewiss, liebes Ehrenwerter Herr. Hast du die Abflussdeckel? Danke. Also die Abflussdeckel aufklappen und schon bist du im Rohrsystem. Ich finde viele Sektoren des Schiffs miteinander. Vielleicht ja auch die Schiffssklaven. Ach, soll es dasselbe. Gästekammer! Verstehe! Laufendes Gangsystem! Erkundung könnte nützlich sein! Oh, das höre ich gern. Hier, das musst du mitnehmen. Hältst einen Brief an Willis Frau. Wo ist der Kerl? Na. März zeigen! Nehmen wir die Botschaft! Danke. Uiuiuiuiui. Oder so. So. Wasser! Ausreden! Vorfließen! Das ist schon beendet! Ach, schön. Wir gehen erstmal da runter, habe ich gerade beschlossen. Und machen die Kiste auf. Findest einen Zettel. An die Nachtschicht. Nehmen wir vor den Tunnelbatz in Acht. Sie haben uns bei unserem letzten Warnungsgang böse überrascht. Vielleicht hilft euch das. Element Wasser, Ram, Feuerschläge wackeln ihn schrecklich durch. Ist das dann auch gleich in der Monsterfibel? Andere? Tunnelbatzen. Ja, ist gleich in der. Geh da lieber auf Nummer sicher. Das Schläge, was? Na, das können wir arrangieren. Und zwar so richtig. Oh ja. Gift. Genau, was ich mir jetzt wünsche. Pudding, noch nie leiden! Wahrscheinlich auch noch. Voll besser Geschmack! Jetzt soll ich erstmal. Nein, nicht vergiftet. Ach, leck mich. Ich hab doch keine Gegengift dabei.
Also, keine. Nein. Nein! Nein! Halt, Vergiftung. Also, ich habe schon wenig dabei, aber nicht von Heiler technisch. So, machen wir den nächsten Schleim platt. Oder Batzen. Na komm her. Hau dir ordentlich drauf. Nee, ich habe ja nur einen Gegner. Von daher ist das relativ uninteressant. Oh, das war jetzt vielleicht keine gute Idee. Knapp ist gar kein Ausdruck. Archive freigeschalten, du lebst mit einem HP weiter. Da hinten durch! Eine Salami-Taktik! Nee, nee. Ah ja, richtig, jetzt kann man es mehr. Ein Band sich zwischen uns flink windet, bis selbst in nichts ohne Kontur. Das Band dann selbst in nichts verschwindet. Sag schnell, wie viele sind wir denn nur? Ach ja, richtig, war dieses lustige Rätsel. Ergibt keinen, gibt keinen Sinn. Moment, ich glaube, wenn ich richtig erinnere, muss ich diese zwei Löcher, die reinen Löcher zählen, oder? 3, 6, 9, 12? Wann ist 12? Das habe ich auch lange nicht geblickt, das Rätsel. Sehr lange nicht. Dann lasse ich die komplett lösen. Alles wurde klar. Ist hier noch irgendwas? Aha! So, so. Nu, ja. Doch umständlich kann man es gar nicht machen, oder? Wer denkt sich solche Systeme immer aus? Warum sind die immer in jedem riesigen Raumschiff installiert? Das ist wieder eine gute alte Frage. Warum hat jedes Raumschiff eine Selbstzerstörung? Psst! Mach hier bloß keinen Krach, Fremder! Psst! Bin aber dumm! Hab doch meine Gewohnheiten! Was willst du auf hier? Hab hier Post von meinem Gemahl! Oh, wie tapfer von ihm! Schick trotz aller Gefahren ein Boot! Dann gib schon her, Fremdling! Wundervoll! Will er mal wieder! Wie? Oh, du bist doch hier? Ja, ja, auf Wiedersehen, Fremdling! Sehr groß! Voll und ganze Briefe des Kalten versunken! So, wir speichern nochmal. Und hauen wieder ab. Hallo? Alles doch! Hab eine blinde Idee! Und das ist im Laderaum. Bleibt ihr nur? Oh, wir hätten ihn nicht gehen lassen sollen. Bidumbarong, mein Stoffwechsel scheint ein wildes Tier zu beherbergen. Können andere halten, mir der Professor noch solche Lärm machen? Blutmesse ich beinahe. Stellen Sie die Alarmglocke in Ihrem Inneren endlich ab. Schnellstens. Ui, ich weiß doch selbst nicht, wie mir geschieht. Mein gesamter Metabolismus spielt verrückt. Ich muss essen. Essen. Ich will nach Essen, Herr Professor. Essen. Wann geht der nächste Bus? Hast du nur in ihn gefahren? Will denn hin? Mein Liebster kommt doch bestimmt bald zurück. Ja, es ist nicht besonders nahrhaft. Ja. Eine leere Kiste. Essen, essen, essen. Essen! Psst, da ist doch wer. Oh nein, das müssen wir halt heißen, gegen einen unendlichen Wille Gegner kämpfen. Gebt Alarm, ein Einling ist an Bord geht. Ich brenne vor Hunger, ich brenne! Oh nein, ist bloß mein Feuerzeug, das ich in meiner Hosentasche angelassen habe. Was macht es da? Zisch. Ich bin wieder da. Was? Ha, wie passend. Eine kleine Aufwärmübung für meine frisch erwachten Kräfte. Hui, jetzt geht's ab. Hui, hui. Jetzt überkommt mir ein ordentlicher Blutrausch. Dann will ich mich ihm mit ganzem Herz hingeben.
Hinein ins Getümmel! Und durch. Metall ist als Opfer unbefriedigend. Zumindest bis jemand schreiendes Eisen erfindet. Ha. Schön. Das wäre doch auch mal was. Das erinnert mich jetzt an Monkey Island. Ich werde aus deinen Gebeinen einen Tisch machen. Ein lebenden Gebeinen. Wir sind alle endlich kein. Ja. Ich komme jetzt hierher. Was ist das? Keine Sorge, mein Bester. Gleich wirst du wissen, woran du bist. Rankapech ist zurückgekehrt. Flieht, flieht! Ah nein, ich mache alle platt. Komm her, komm her! Da muss ich meine andere Hand noch benutzen. Will irgendwas kaputt machen hier? Vielleicht Fenster einschlagen? Töten! Okay, das heißt wohl nein. Komm her. Ich mache alle platt. Keine Chance! Ich bin übermächtig, ich hab... Was hab ich denn überhaupt? Erinnert mich ein bisschen an Klauen. Ich hab Klauen! Ich bin ein Pole! Alt, guck... Ja. Komm her! Hab ich alle? Schau nochmal nach. Sicher ist sicher. Wie soll ich denn vergessen haben? Das geht nicht, ne? Scheiße, die Einrichtung, die ich so kaputt schlagen kann. Ich glaube, er will töten. Du hast 18 Tankwachen erledigt. Du bist 80 EP. Okay. Lauf jetzt, Körper. Lauf, Forrest. Ich will da noch viele leben. Was geht da vor? Ich spüre es auch. Schnell, werfe den Spektrator an. Ich aktiviere die Maschinerie. Passe die Dämmstufe an. Das kann man nicht in einem Schalter machen. Ich schalte den Spektrator ein. Das Bild baut sich auf. Ah, weißen Krieg. Weiß gewinnt. Ungewöhnlich. Normal sieht doch Mario viel anders aus in den Spielen. Irgendwie sehen auch die Gegner komisch aus. Ist das ein neues Mario-Spiel? Woher nimmt dieses Ding nur die Kraft? Diese Kraft. Geht es auch schärfer? Einen Moment. Und besser. ich wusste gar nicht, dass der Spektrum auch verschiedene Programme empfängt. Versuche etwas anderes. Das hier ist verwirrend. Woran erinnert mich das jetzt? Schon noch aus irgendeinem RPG-Mega-Spiel. Ist das wohl Sabor? Nee. Keine Ahnung. Machen wir mal weiter. Ah ja, das ist aus Captain America gegen die Nazi-Mutanten von Andromeda. Oder ja. Irgendwie so hieß das, ja. Na. Habner, ich biete euch meine unbedingten Grüße. Wir haben. Schweig! Schiff ist in Gefahr und du betrachtest. Was auch immer das sein mag. Barme, mein Gebieter. Es ist nicht so wie ihr. Genau das sage ich ihm immer wieder, aber er wollte ja nicht. Schweig auch du! Investiere den Spektrator! Schnell, rate ich dir! Aber ja! Das Bild habe ich mir kurz eingefangen, gewaltiger. Ich habe eine Präsenz gespürt, sehr verschwommen, seit wie die eiserne Stadt. Was ist das nur? Und es ist weder rein tentaklisch, noch ein Abkömmling der Sklavenbrut. Was Neues? Wird interessant sein, seine Reste zu untersuchen. Ja. Töten! Ja, seine Reste, das könnte schwierig werden. Kommt auch her. Kommt her! Soll ich töten? Töten! Soll ich mir eine. Soll ich mir längere Klauen holen? Ja, nein, du sollst das Fenster ansprechen. Du sollst. Bleib stehen! Was laufe ich denn da? Was laufe ich denn da? Ich glaube, ich bin betrunken. Der hat doch heimlich was getrunken hier. Der läuft doch total komisch. So, alles tot. Hey, da leben noch welche.